Herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute gibt's was ganz, ganz Leckeres, etwas Vegetarisches, und zwar Rösti-Auflauf mit Spiegelei. Dazu könnt ihr dann einen gemischten Salat oder einen Blattsalat machen. Und ja, ihr müsst es einfach ausprobieren. Es ist super, super, super lecker. Für den Rösti-Auflauf mit Spiegelei brauchen wir 180 Gramm Käse. Davon sind 90 Gramm Emmentaler und 90 Gramm Cheddar. Den Cheddar habe ich nicht am Stück. Ich habe hier so Scheibenkäse bekommen, aber das funktioniert trotzdem. Dann 800 Gramm geschälte, festkochende Kartoffeln. Eine rote Zwiebel halbiert. Dann brauchen wir einen Teelöffel Butter, wir brauchen etwas Olivenöl, wir brauchen 125 Gramm Schinkenspeckwürfel oder diese Streifen, das sind nicht ganz Würfel, das sind eher Streifen. Dann habe ich 200 Gramm Vollmilchjoghurt, 30 Gramm Kondensmilch, wir brauchen etwas Dijon-Senf. Wenn ihr den nicht zu Hause habt, dann könnt ihr auch, wie ich jetzt hier, den mittelscharfen Senf nehmen. Wir brauchen etwas Salz, etwas schwarzen Pfeffer, etwas Cayenne-Pfeffer und Paprika edelsüß. Vier Eier, ein paar Schnittlauchröllchen und eine Auflaufform. Wir beginnen damit, dass wir unseren Backofen vorheizen. Und zwar auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Als nächstes werdet ihr euch eine Auflaufform einfetten. Oder ich habe hier so eine glasierte, die brauche ich gar nicht einfetten. Die stellen wir uns schon mal bereit und geben dann den Käse in unseren Mixtopf. Und zerkleinern dann den Käse 10 Sekunden auf der Stufe 6. Der Käse ist zerkleinert. Schaut mal, so schön geht das. Und den füllen wir uns einfach um in eine Schüssel. Wie ihr seht, der Topf ist relativ sauber jetzt, also ihr müsst ihn nicht unbedingt spülen. Und dann geben wir unsere Kartoffeln hinein. Und die werden zerkleinert. Und zwar 5 Sekunden auf der Stufe 5. Dann wollen wir mal schauen. Ja. Das sieht doch schon gut aus. Schaut mal, so gut sind die jetzt gerappt. Gell? Das gebe ich jetzt in ein Sieb, lasse das abtropfen, drücke dann die Kartoffeln aus und gebe die in eine etwas größere Schüssel. Da es sowieso nachher alles zusammengemischt wird, brauche ich jetzt hier den Mixtopf wieder nicht zu spülen, sondern gebe einfach meine Zwiebel hinein. Und zerkleiner die 5 Sekunden auf der Stufe 5. Jetzt schiebe ich das nach unten. Und gebe dann einen Teelöffel Butter rein. Ein Teelöffel Butter, dann das Olivenöl, davon brauchen wir 20 Gramm. Also es ist wieder eins von diesen schnellen, unkomplizierten Gerichten. Und das liebe ich, gerade so, wenn man in einem Wochenalltag drin steckt und es muss flott gehen. So, den Schinkenspeck gebe ich jetzt noch dazu. Und werde das Ganze jetzt dünsten. Und zwar 4 Minuten.
4 Minuten, 120 Grad. Linkslauf auf der Stufe 1. Als nächstes geben wir, schaut mal, jetzt so sieht es jetzt aus, dampft ganz schön. Und jetzt geben wir da hinein 200 Gramm Vollmilchjoghurt. Dreißig Gramm Kondensmilch, zwei Esslöffel von dem Senf und unseren zerkleinerten Käse. Salz brauchen wir, und zwar einen halben Teelöffel. Pfeffer, davon brauchen wir eine gute Prise. Cayennepfeffer. Von dem Cayennepfeffer brauche ich ein Viertel Teelöffel. Und einen halben Teelöffel Paprika. Das werde ich jetzt verrühren. Und zwar 15 Sekunden. Linkslauf. Na komm schon, Linkslauf auf der Stufe 3. Das Ganze ist jetzt verrührt. So sollte das jetzt bei euch aussehen. Schaut mal. Ja. Und das gebe ich jetzt zu den Kartoffeln in die Schüssel. Da läuft an, wenn ihr das riechen könntet, da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Und das Ganze verrühren wir jetzt ordentlich. Röstis. Da könnte ich mich sowieso reinlegen, ne? Ich habe die weltbesten Kartoffelpuffer im Übrigen. Bin ich von überzeugt. Werde ich euch auch einmal hier unter den Infobutton legen. Also die sind so Hammer und die sind wirklich gelingsicher. Ihr werdet sie nie wieder anders machen. So soll es jetzt aussehen. Ja, also ist super gut vermischt. Und das streichen wir jetzt in unserer Auflaufform. Voilà. Verteilen das gut, damit es gleichmäßig in der Auflaufform drin ist. Das kommt jetzt in den Ofen auf die mittlere Schiene für ca. 45 bis 50 Minuten. Dann wollen wir mal schauen, wie es bis jetzt aussieht. Schaut mal. Super lecker, gell? Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja noch 4 Eier darum liegen. Und zwar mache ich jetzt hier 4 Mulden. So. Und da kommen jetzt die Eier rein.
Die werden jetzt überbacken. Aber ich mache auf jedes einzelne noch ein bisschen Salz und Pfeffer, aber wirklich nur ein bisschen. Und dann kommt es wieder in den Ofen, circa 5 Minuten, um das Ganze stocken zu lassen. Schaut doch mal her, ist das nicht schön? Gut, das hätte ich jetzt natürlich ein bisschen besser aushöhlen können, damit das Eiweiß nicht so an den Rand verläuft. Aber das ist nicht schlimm. Hauptsache es schmeckt. Und jetzt gebe ich halt noch ein bisschen Schnittlauch drüber. Herrlich. So. Schaut mal. Ja, das ist doch lecker, lecker, lecker. Ich habe jetzt hier schon mal meinen Salat vorbereitet und natürlich aus meiner Playlist für Soßen, die werde ich euch auch mal hier oben verlinken, habe ich noch meine Salatsoße mit italienischen Kräutern. Die ist 3 Monate im Kühlschrank haltbar. Und wenn sie sich halt so ein bisschen absetzt, einfach aufschütteln, über den Salat geben, wunderbar. Also das ist mein persönlicher Favorit. Und wünsche euch natürlich jetzt viel Spaß bei der Nachbereitung und beim Genuss dessen. Ja, und somit einen guten Start in die neue Woche. Bis dann, eure Claudia. Ciao.